Irgendwas stimmt hier doch nicht. Die Wände. Die bewegen sich. Müssen eine Falle ausgelöst haben, als wir den Kristall entfernten. So viel zu einem reibungslosen Abgang. Warte, ich kämpfe gegen eine Wand? Bin mir nicht sicher, ob ich gegen eine Wand kämpfen will, aber... Mein, da Einwände einzubringen, ist, glaube ich, jetzt auch zu spät, oder? Shiva dürfte der nicht so sehr mögen. Oh mein Gott, die kommen näher. Die Wand kommt näher. Auf die Person, an der man im L zu tun hat und der A, ja gut. Mir gefällt nicht, dass die Wand näher kommt. Die Wand mag dich, ja, die will mir ganz nahe kommen. Merke ich schon. Warte, ich hab doch irgendwo... Ich hab doch Hass dazu bekommen. Hass. Hass auf Rüdia. Damit sie einfach schnell ihre Zauber rausballern kann. Und die Wand so dementsprechend schnell kaputt machen kann. Irgendwie stresst mich das hier gerade schon ein bisschen. So, und damit du jetzt aufhörst, allmählich zu versteilen, machst du mal Medica auf dich selbst. Weil einen versteilten Support irgendwie hab ich darauf nicht so viel Bock. Oh, das war irgendwie dann doch, ja, recht stressig. Das war gut getimt, Möppi. Das war sehr gut getimt. Danke, danke ihr beiden. Also gut. Ein Kinderspiel. Kann ich mich nicht zufällig hier raus teleportieren? Teleport. Teleport hilft nicht. Hat Rüdia da eigentlich irgendwas? Beam. Ah, warte. Wenn mir das Spiel nicht so rauslässt. Warte. Will das Spiel mich gerade verarschen? Was passiert, wenn ich jetzt hier hingehe? Und dann jetzt nochmal Beam einsetze. Ah. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, oder wie? Aber es kommen keine Gegner, kann das sein? Auf jeden Fall speichere ich hier mal schnell. Oh, warte, ich wollte doch darauf speichern, auf dem Safe-File, ich Depp. Na komm, mach ich das jetzt. Beam, beam, nimm mich hoch, Scotty. Ich meine, wir haben zwar keinen Scotty, aber ja. Oh, es können doch noch Gegner kommen, auf euch habe ich aber gerade keine Lust. Leider, ja, Möppi, leider wurde ich die ganze Zeit jetzt nur nach unten gebeamt. Weiß nicht, ob mir das so gefallen soll. Aber naja, man wird ja nicht gefragt, ne? Mir fällt gerade erst der Name da auf, Lederratte.
Haben sie wirklich einfach nur Fledermaus genommen? Und dann haben sie so gedacht, es wäre doch witzig, wenn es anstatt einer Fledermaus eine Flederratte ist. Sind doch beides kleine Nager. Aber ich frage mich gerade, wo das Wort Fleder herkommt. Ich meine, ich würde es feiern, wenn Fleder einfach irgendwie Flugleder bedeutet, aber ich glaube nicht, dass es das tut. Würde es aber witzig finden. Star Trek auch schon lange nicht mehr angeschaut, ja gut. Ich habe Star Trek noch nie so wirklich geschaut. Ich hatte tatsächlich mal den allerersten Star Trek Film gesehen. Und boy, der ist nicht gut gealtert. Ansonsten nichts. Ich glaube, wenn wir hier jemanden brauchen, der über Star Trek Bescheid weiß, dann müssen wir nur Möppi fragen, sozusagen. Der hat davon ja ein bisschen Ahnung. Wenn mich nicht alles täuscht. Star Trek ist eine der wenigen Sachen, von denen ich jetzt nicht so viel Ahnung habe. Ich meine, klar, ich kenne ungefähr die Crew und also die wichtigen Mitglieder der Crew, die man halt kennen sollte, finde ich auch. Aber das war's halt auch. Oh. Was geht hier vor? Kain, du gehörst mir, Kain. Bring mir den Kristall. Golpes. Kain. Reiß dich zusammen. Mir geht es gut. Er hat keine Kontrolle mehr über mich. Der Dunkelkristall wurde gestohlen. Was? Kain! Jetzt kann ich den Turm von Babel endlich vervollkommen. Und dann werde ich den Mond erreichen. Das böse Lachen war zwar nicht da, ich habe gedacht, das passt ganz gut rein. Kain, wach auf! Bitte, Kain! Jetzt, da wir alle Kristalle besitzen, wird der Weg zum Mond sich öffnen. Bleib gefälligst hier! Da ist es doch. Verdammt. Okay. Okay. Damit haben wir anscheinend einen Charakter weniger. Wieder. Du kennst nur Next Generation. Also hast gerade wieder Next Generation und Voyager gesehen. Ah, okay. Aber nach oben kommen wir nicht. Na ja, gut, wer braucht die schon? Ja, solange man Cecil, Rydia und Rosa hat, müssen wir jetzt eigentlich hier zu Sid? Müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen bestimmt hier in die Zwergenburg. Ich kann es mir irgendwie anders nicht erklären. Ihr seid zurück. Wo ist der Kristall? Also, euch war kein Glück beschieden. Wir haben sie ja jetzt alle Kristalle. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Sei denn, die Legende vom Mondwal ist wahr. Mondwal? Ein riesiges Schiff, von dem eine Legende erzählt, soll dem Schlund eines Drachen entsprungen sein. Legende von Mysidia? Du kennst Mysidia? Ja, es ist die Heimat der Magier in der Oberwelt. Mysidia existiert wirklich? Ich habe den Ältesten von Mysidia getroffen, er betet immerzu in einem Turm. Er betet? Ja, warum fragt ihr? Vielleicht betet er für den Mondwal. Ihr müsst sofort nach Mysidia aufbrechen. Aber der Weg an die Oberfläche ist versiegelt.
Wir kommen auch nicht in den Turm von Babel. Dann grabt euch den Weg frei. Sit. Futter mal eben Abendbrot. Wird's dann wirklich Brot sein? Oder wird's dann bisschen was anderes zum Abendbrot sein? Ich werde Bohrer am Bug des Falken befestigen. Würdest du dich nicht ausruhen? Pappalapapp. Kannst du das wirklich? Na klar, das ist einfacher als von einem Schokobo zu fallen. Also dann, kräftig in die Hände gespuckt. Lasagne, ja, dann guten Hunger, Möb. Anscheinend scheinen die es alle zu freuen, oder? Was machen die da? Okay, jawohl. Er wollte nicht. Ich glaube, Edge wollte nicht arbeiten. Ich glaube, das ist, was da passiert ist an der Stelle. Wollte einfach nicht arbeiten und wurde dann von Sid dazu verdonnert. Oder streiten sie sich? Währenddessen steht Cecil da und denkt sich, oh ja, lass die Leute machen. Aber wahrscheinlich traut er keinen nach. Sit. Sit. Du hast dich wieder überarbeitet. Ich glaube, ich muss mal eine Weile aufs Ohr liegen. Bis auf Luftschiffe reparieren bin ich ja eh nutzlos. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn vor dir ziehen. Du bist echt unglaublich. Werde schnell wieder gesund, versprochen? Gib auf Cecil und Rosa Acht. Nur keine Panik, ruh dich lieber aus. Seid vorsichtig, hört ihr? Du auch. Da, und jetzt verschwindet hier. Danke für alles. Also der Sid, der ist anscheinend sehr gut darin, sich zu überarbeiten, so wie das sich anhört. Aber damit können wir jetzt zwischen der Oberwelt und der Welt hier mehr oder weniger hin und her reisen. Die Frage ist, wollen wir erstmal hier unten die anderen Orte uns ansehen? Oder wollen wir... weißt du was? Wollen wir da Richtung Mondwahl gehen? Falls denn existiert, auf jeden Fall Richtung Mysidia. Das ja auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, dass neben diesem kleinen Dorf dann ständig aufgesprengt von einem Vulkan, dann zugeschüttet und dann wieder aufgebohrt. Die müssen sich doch auch denken, hä, was geht denn hier ab? So, Mysidia. Was sagt denn der alte Herr in Mysidia? Wir wussten, dass du zurückkehren würdest. Bitte begleite uns zum Turm der Gebete. Oh, es ist wieder dieses Fieben. Eines Drachens Sohn. Voll Licht und Dunkelheit. Wird in die Himmel über den stillen Landen aufsteigen. Das ewige Licht des Mondes bringt der Erde ein Versprechen, freigebig und voll Anmut. Lasst uns beten, es ist an der Zeit, die Legende zu erfüllen. Okay.
Ich kann mir vorstellen, was da jetzt passiert, aber mal sehen, ob wirklich dann der Mond war jetzt auftaucht. Seht, unsere Gebete wurden erhört. Okay. Also lag anscheinend der Mondfall die ganze Zeit da in der Bucht? Auch interessant. Es bestehen keine Zweifel. Dieses prachtvolle Schiff ist der Mondwal. Okay. Während meines Gebetes hat eine seltsame Stimme zu mir gesprochen. Sagte, dass du zum Mond fliegen musst. Dort wirst du erwartet. Aber wie komme ich dorthin? Laut einer alten mysidianischen Schrift befindet sich im Inneren des Mondwalls ein Kristall, der einen Weg zwischen dieser Welt und dem Mond schaffen kann. Du musst mit diesem Kristall kommunizieren. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Tut mir leid, ich will, wenn ich die Stimmung hier zerstöre. Aber ich will erstmal noch ein paar Höhlen. Ich will erstmal noch ein bisschen was hier in der Unterwelt tun. Die Sylphenhöhle und die Höhle der Beschwörer war es, glaube ich. Das waren die beiden, die es da ja gab. Die erkunden sich immer nicht von alleine. Dementsprechend machen wir uns gleich mal hier auf den Weg in die... Keine Ahnung, welche von beiden Höhlen das ist. Das werden wir jetzt sehen. Höhle der Beschwörbahn. Kenne diesen Ort. Hier bin ich auf meinem Weg aus dem Land der Beschwörbahn vorbeigekommen. Könnten wir Leviathan um Hilfe bitten? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall kriege ich hier auf jedem Feld Damage. Beschwörer. Aber den Damage, den man bekommt, der scheint nicht zu brutal zu sein. Der Beschwörer hat einen Ekeling beschworen. Auch ein interessanter Name. Die Sache ist natürlich will ich jetzt zuerst mal diese optionalen Höhlen machen, weil ihr kennt mich, als ob ich die freiwillig liegen lassen würde. Oh. Ich glaube, ich sollte mal die Gruppe heilen. Das kann unangenehm werden. Aber das ist auch eine sehr interessante Interpretation einer schwarzen Witwe, um es mal so zu sagen. Weil meistens hat man da ja eigentlich eine Spinne im Kopf und nicht eine humanoide Spinne, aber... Who am I to judge? Oh, warte, ich glaube, ich weiß, wie man da oben hinkommt, oder? Also ich habe zumindest so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dazu muss ich über die Lava laufen. Und ich glaube, das Problem an dieser Höhle sind eindeutig nicht die Gegner, sondern ein Blitzdrache. Ich meine, der ist auch ein Problem hier. Das sehe ich auch. Der hat doch bestimmt eine Eisschwäche oder so. 7600! Verdammt. Das hier scheint jetzt wirklich fordernd zu werden. Und Rosa wird wohl eher weniger aus dem Heilen rauskommen, aber naja. Der hat ja nur eine Schwäche gegen Geschosse. Zum Glück ist nicht Rosa, die in meinem Team die Geschosse verschießt, richtig? Oh. Das ist ein Problem. Aber es hat ja geklappt.
7777 EP. Ah, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich werd zwischen den Kämpfen so oft es geht halt mit Cecil heilen. Weil der braucht seine MP tendenziell eher weniger. Ist alles nur für einen Elfer, aber... Naja gut, konnte man ja vorher nicht wissen, ne? Komm, dann hauen wir mal einen Eisgar raus. Ich kann mir vorstellen, so teuflische Gegner, die mögen kein Eis. Weil in der Hölle ist ja warm, also werden die da wahrscheinlich weniger das mögen. Oh nein. Oh nein. Irgendwie, ist dieser Ort hier schon, ja, bisschen happig. Aber gerade deswegen, auch wenn das eventuell ein bisschen unlogisch klingt, gerade deswegen bin ich froh, hier hingegangen zu sein, jetzt wo kein Nisch in der Party ist. Wie gesagt, das ging im ersten Moment total unlogisch, aber dann habe ich ja auch mal eine richtige Herausforderung. Das ist ja an solchen Stellen ja auch oft nicht schlechtes. Man könnte halt sagen, dass ich mit Kain im Team keine Herausforderung hatte. Ja, sorry, der musste sein. Oder keine richtige Herausforderung. Man muss zugeben, diese Wand, die näher an einen rangekommen ist, war schon furchteinflößend. Aber ansonsten hat sich der Gefahrengrad in Grenzen gehalten, um es mal so zu sagen. Oh, das heißt, wird irgendwas beschwören. Eine schwarze Witwe, das geht ja noch. Also würde ich zumindest behaupten, dass das noch geht. Also da habe ich hier schon wesentlich Schlimmeres erlebt. Und ich weiß halt nicht, ob das, was die beschwören können, wirklich auch an die... Oh... an den Ort gebunden ist, an dem sie halt gerade sind. Sprich, dass ein Beschwörer zum Beispiel, der hier in der Höhle der Beschwörbaren ist, ob der wirklich nur Sachen beschwören kann, die schon in der Höhle da sind, oder ob da praktisch auch noch andere, teilweise stärkere Beschwörungen dabei sind. Weiß ich nicht. Wäre interessant zu wissen, aber an dem Punkt kann ich das noch nicht beantworten. Und vor allem ist das immer so blöd, wenn man hier auf dem allerletzten Teil, wenn man da von irgendwas angegriffen wird, man sitzt da wirklich so und denkt sich, oh boah, ich wollte mich doch gerade sowieso wieder heilen. Das ist wirklich dieses, boah, musste das jetzt wirklich noch an dieser Stelle sein? Aber ja gut, bleibt bei sowas halt nicht aus. Und damit sowas nicht nochmal vorkommt und wir vor allem nicht Rydia verlieren, weil ihr Health Pool ist hierauf halt echt nicht ausgelegt, hier über die Lava zu stapfen, machen wir es dann lieber so, dass wir besser einmal zu viel als einmal zu wenig an so einer Stelle heilen. Ich meine, vielleicht ist es ein bisschen nervig, dass ich immer wieder ins Menü rein muss für euch. Falls es so ist, tut es mir auch leid, aber... Was soll ich sonst machen? Ich meine, wie gesagt, für mich persönlich ist das ja eigentlich mal eine willkommene Abwechslung. Von dem sozusagen Power-Trip, auf dem man sonst die ganze Zeit ist. Oder zumindest bis hierhin war. Das muss man ja auch, dann ja an der Stelle auch noch fairerweise dazu sagen.
Es ist auch so die Frage, ob dieser Powertrip, auf dem man ist, auch weitergeht. Schwach gegen Heiliges, schwach gegen Geschosse. Hm, na dann. Ich wollte gerade sagen, ich benutze Rosas nächsten Schuss, um an den, an den Gegner ranzukommen. Da ist mir aufgefallen, Cecil hat mit dem Himmelschwert natürlich jetzt auch eine heilige Waffe. Darauf hätte man eigentlich kommen können an der Stelle, oder? Aber naja, ich bin's nicht. Königsfeder. Warte, wie kommt man darüber, wenn ich hier durch? Muss doch irgendeinen Weg geben. Ich meine, den wird es auch safe geben. Die Frage ist nur, wo? Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit Rosa heile, dass das mehr MP heilt, aber... Da bin ich mir nicht sicher. Ah, hier ist der Weg, okay. Ich habe so gedacht, hä, der muss doch hier eigentlich irgendwo in der Ecke sein. Die werden mir ja wohl kaum einen geheimen Weg machen, der irgendwie in der einen Ecke der Map anfängt und in der anderen aufhört. Ich meine, klar, sie könnten es machen, aber das wäre halt so zu provozieren, dass die Spieler das absolut, diesen geheimen Weg niemals finden werden. Ich frag mich halt, wieso man das dann hier machen sollte. Heilpauschen. Gift bei Blütenschwert. Blütenschwert. Wer zur Hölle kann denn ein Blütenschwert führen? Ah. Das ergibt Sinn, weil Blütenschwert, Katana und japanische Verbindungen mit Gefühl... Die ja alles mit Kirschblüten verbinden. Ich muss zugeben, das ergibt schon Sinn. Das ergibt sehr viel Sinn. Ich wär zwar nicht direkt auf diese Verbindung gekommen, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, war ja irgendwie klar, ne? Aber im Nachhinein, wenn einem was mehr oder weniger erklärt wird, ist es immer klar. Monsterfiebel. Das war so... Und hier... Und ich finde es auch schön, wenn man das Spiel hier nur lang genug spielt, weiß man auch sofort, wo Geheimgänge sind. Das finde ich tatsächlich auch sehr faszinierend. Man weiß es einfach sofort. Als ob die jetzt beide Erdbeben machen. Rüdiger, wenn ich bitten darf, die Leute warten auf dein Eisgar. Oh. Ich hätte praktisch die ganze Runde nur verteidigen können. Wenn ich mir den Damage da gerade so angesehen habe. So, hier muss ja aber was Geiles drin sein. Also Spiel, ich will ja nichts sagen, aber eine Falle ist nichts Geiles. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, Spiel, aber von sowas bin ich in der Regel eher weniger begeistert. Mal gucken, wie viel das Ninjutsu von Edge jetzt eigentlich sieht. Oh, dafür, dass er kein Magier ist. Und aus solidem Nahkampf ist, war das, ja, kann mitarbeiten. Komm schon, ich will guten Damage sehen. Ah, schön. Ich meine, Litzka haben wir auf jeden Fall bekommen. Defendor, das ist, glaube ich, ein richtig gutes Schwert. Nice. Also dieses Schwert... Das hat sich jetzt auch wirklich gelohnt. War mir tatsächlich unsicher, ob es das tut, aber jetzt habe ich das gesehen, was man dafür bekommt und war so, ja, yeah, okay. Das lohnt sich definitiv.
Und Shai hier tatsächlich gerade mit Potions. Auch mal was Neues. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, ne? Aber... Also bevor ich in die Höhle kam, aber... Was will man machen? Wenn man eben an der Stelle die Seeding braucht und die MP 4 durch das Environment gezogen wird.